Mann. So, du stirbst auch jetzt. Alter, was backt das hier so rum? Bei Assassin's Creed, Alter, meine Fresse. Warum backt die Scheiße ganz? Ey, Mann! Back doch nicht so rum, Alter! Ich kann hier keinen angreifen. So, kann man aber so machen. Ihr traut dem Mann doch nicht, oder? Mirabeau ist ein guter Mann, ein ehrlicher Mann. Mirabeau ist nur ein selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre. Übergibt es ihm persönlich. Ja, Meister. Meister, wir haben ein Problem. Christoph hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen L'Hôtel de Beauvais heute an. Der Meister wurde getötet! So. Au revoir. Ihr Pisser. Du hast eine ruhige Hand. Aber echt, das Spiel ist echt geil, nur wenn die Bugs nicht drin wären, dann wäre es echt hervorragend. Aber ne, Assassin's Creed und seine Bugs. Endlich. Ja, Änderung abgeschlossen, der Prophet. Gut, 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 gut. Nein. Bischof hier, du schlägst dich gut bisher. Ich gebe dir einen kleinen Boost. Wir haben einen gewaltigen Durchbruch erzielt. Durch tiefgehende Datenanalyse erfuhren wir, dass der Weise, den wir suchen, ein Großmeister der Templer war. Derselbe Mann, den Arno verfolgt. Viel besser geht es ja gar nicht. So, alle Updates wurden installiert. Nutze sie sinnvoll. Wir hören uns. Cool. Cool. Dann mal schauen, was können wir denn nehmen. Das wäre echt gut. Okay, das reicht dann auch. Würde ich mal behaupten. Und jetzt starten wir in der Sequenz 6. So, ich wäre dafür, wenn wir jetzt noch in dieser Folge eine kleine Nebenmission machen. Ein bisschen abwechslungsreich. Jo, wo ist der denn? Ist der da oben? Oh, der ist da oben. Okay. Wir haben ja noch 5 Minuten. Oder ja, ungefähr 5.
Nee, nicht für was laber ich da. 10 Minuten haben wir noch, so. Kanalratte. Einen Attentat auf die auf den Flüchtigen verüben, der sich durch die Kanalisation davon macht. Jean-Baptiste Rotondeau floh aus dem Kerker. Je von ihm gehört? Er weiß zu viel über die Assassinen. Vermutlich wird er die Templer aufsuchen und ihnen verraten, was er weiß. Eliminiert ihn, bevor die Nationalgarde ihn erreicht. Er versucht, durch die Kanalisation zu fliehen. Da, komm, ich nehme euch alle weg. Komm, ich komm alle, ich spring alle um. Verschwunden, 50 Kredepunkte. Mach euch alle fertig. Egal wer. Mach euch alle fertig. Und wie ich schon bereits erwähnte, falls ihr möchtet, kann ich auch nach Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Black Flag spielen und euch zeigen und so. So auf aus Langeweile, weißt du? War auch bestimmt lustig. Nur in die Karibik und so. So, erstmal hier hoch. Das haben wir echt cool gemacht gerade. Boah. Jetzt abbauen. Oh, da ist noch eine Truhe. Scheiße. Naja, egal. Komm, hauen wir hier ab, Mensch. Aber wie lang jetzt? So. Diese verfluchten Schafe drehen durch. Tschüss. Aufgabe abgeschlossen. Oh, ernst? Wollt ihr alle sterben? Wow, ist knapp. Alter Bastard. Oh. Du stirbst jetzt. 3 gegen 1, hä? Wirklich mutig.
So, alle sterben. Hier alle sterbt. Oh, es leben ja noch welche. Tot. Tot. Was sind die wirklich tot? Oder haben wir eine gelbe Truhe? Oh, okay. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich weiß, was wir jetzt machen in dieser letzten Folge noch. Da würde ich noch, also in dieser letzten Minuten würde ich noch den Aussichtspunkt gerne erklimmen und dann beende ich auch die Folge. Haben wir heute etwas länger gemacht. 30 Minuten. Oh, den Verbrecher töten. Jo, kein Problem. Das tun wir doch gerne. Oh, ist noch eine Truhe schon wieder. Oh. Aber wir brauchen das Geld natürlich. Tschung. Mein Handy. So, jetzt klettern wir mal da hoch. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich für die Folge. Tschüss.